willkommen zum 40 Grad Urban Art Festival. Das zweite, was wir in dieser Stadt machen und diesmal hier am Gustav-Gründgens-Platz. Wir haben uns, ja, oder versucht, eine Menge Arbeit zu machen oder haben eine Menge Arbeit gemacht, um das hier auf die Beine zu stellen. Es läuft noch nicht alles perfekt, aber wir werden uns unser Bestes geben. Ich möchte erstmal vorstellen, wer dieses Festival eigentlich macht. Das ist einerseits der Verein Düsseldorfer Künstlerinnen e.V., das ist der Verein Farbfieber e.V. und das ist der städtische Kinderclub Kiefernstraße. Euch allen viel, viel Spaß hier auf dem Festival. Guckt es euch an, geht mit den Künstlern in Kontakt und ja, tauscht euch aus und feiert Urban Art in dieser Stadt. Vielen Dank. Was soll ich machen? Und bin mit dem Verbund hier. Meine Jungs sind alle auf der Etage und wir waren auch letztes Jahr beim Urban Art Festival. Und ich finde es halt eben mega cool hier auf jeden Fall, weil man hier die Chance bekommt, alles möglich zu machen. Plätze schaffen, Räume besetzen, Stadt gestalten. Das ist Street Art und Urban Art. Und auch das 40 Grad Urban Art Festival 2015 steht für den Austausch und die Vernetzung von Künstlern, Kunstschaffenden und Mitbürgern innerhalb und außerhalb der Stadtgrenzen. Das Motto »Nimm Platz« ist dabei Einladung und Aufforderung zugleich, den urbanen Raum zurückzuerobern. Uns geht es darum, Kräfte zu bündeln und Visionen für eine künftige Entwicklung der städtischen Kulturlandschaft zu entwerfen. Das ehemalige Quelle-Ladenlokal sollte die neue Leg-los-Werkstatt werden. Hier bemühte sich der Kinderclub mit vielen Kooperationen, das heißt anderen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen und Anbieter, die viel mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ein spannendes Projekt auf die Beine zu stellen. Täglich bot dieses Ladenlokal Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, hier kreativ tätig zu werden, neue Dinge kennenzulernen und an verschiedensten Workshops teilzunehmen. Hierzu gehörte Schattentheater, Stencils, Schuhe besprühen, Stickern, Urban Gardening oder auch verschiedenste Tanzworkshops.
Die Herangehensweise, dass sich Kinder und Jugendliche mit Street Art als Gestaltungsform des öffentlichen Raums auseinandersetzen, verfolgt der Kinderclub schon seit Jahren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinderclubs sehen Street Art als geeigneten Weg, Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene für gesellschaftliche Belange zu interessieren, die ihnen die Möglichkeit bietet, sich an politischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Die Gestaltung öffentlicher Räume weckt bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein hohes Interesse und Begeisterung. Sie lernen verschiedene Möglichkeiten von Street Art kennen, setzen sich mit unterschiedlichen Materialien und deren Funktionsweise auseinander und es wird eine intensive Wahrnehmung der direkten Umgebung entwickelt. Die aktive Mitarbeit, das Einbringen eigener Gedanken und Empfindungen stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen und die Identifizierung mit dem Stadtteil. Kinder und Jugendliche haben die Chance, ihre Stadt gemeinsam mit Künstlern aus dem Fokus der Street Art zu erleben. So gibt es viel zu entdecken und zu erkunden. Städte bekommen ein anderes, meist aber ein viel freundlicheres Gesicht. Das Interesse ist da. Die Leute sind total begeistert. Das Problem ist, ich kann über das Gebäude nicht verfügen, weil es kein städtisches Gebäude ist. Also ich selber kann sie nicht anbieten, weil ich kann nicht mal einen Schlüssel zu dem Gebäude haben. Genau. Wohlwollendes Wort, sehr, sehr gerne. Im Stadtraum ist die Stadt tot. Und das ist auch in Kopenhagen so. Konkrete Frage wäre wirklich, was passiert mit diesen Orten? Das heißt, diese wenigen Orte, wo überhaupt die Stadt noch Verfügungsgewalt drüber hat. Eine Menge Gebäude, eine Menge Liegenschaften in Düsseldorf, die vorübergehend nicht genutzt sind, wo man sich ganz viele Sachen vorstellen kann, die man damit macht. Bedankt sich als Stadtoberhaupt auch immer. Herzlichen Dank für dieses tolle Festival und für die Einladung heute Abend.
Kurzes Statement von dir. Einfach den Satz zu Ende machen. Ich habe für jeden ein kleines Statement mitgebracht. Ich liebe Kunst im öffentlichen Raum, vor allem weil... Weil sie öffentlich ist. Und wir in der Öffentlichkeit dann auch sind. Und wir mit den Leuten in der Öffentlichkeit sind. Wo fängt die Revolution an? Und ich denke, es gibt manche Leute, für die ist der Casual Friday, wenn man da einen Pulli trägt, ist schon eine Revolution. Was ist eigentlich dekorativ oder ist es überhaupt negativ, dekorativ zu sein? Ist es überhaupt positiv, revolutionär zu sein? Das hängt natürlich immer davon ab, wo man steht, mit welchem Blickwinkel man schaut. Und damit wir das erstmal verstehen, habe ich natürlich was Kleines vorbereitet, kleines Spiel für unsere Gäste. Ich habe für jeden zwei Schilder mitgebracht. Einmal mit Revolution und einmal mit Dekoration. Da müsste man aber mal länger drüber nachdenken, denn was für eine Funktion eigentlich, sagen wir mal jetzt im breitesten Sinne, Kunst im öffentlichen Raum überhaupt hat und haben sollte. Das ist ja alles wichtig. Also wir können uns doch das von oben kommt nicht alles gefallen lassen, sondern wir haben sowieso keine Macht. Aber wir können was sagen, wenn wir wollen. Oder wir sagen eben nichts. Ja, Menschen sollten halt ihre Umwelt gestalten, egal wo es ist, ob das in Köln oder Düsseldorf ist. Und ganz insbesondere denke ich da gerade junge Menschen, die halt noch sehr wahrscheinlich mehr Zeit in dieser Stadt verbringen, sollten da ganz, ganz weit vorne sein. Gibt es im Publikum schon die ersten Fragen, die euch unter den Nägeln brennen? Ich will die Gunst der Stunde nutzen, um mich mal ein bisschen unbeliebt zu machen. Ich finde Street Art dann irgendwie dumm, wenn sie weder dekorativ ist noch revolutionär ist. Man zieht sein Ding durch, was kannst du mir erzählen mit, was weiß ich, mit 40, 50, das ist nicht meine Lebenswelt, könnten die argumentieren und sowas. Mittlerweile sage ich einfach, hey, es ist wie es ist. Wundervolle Tags in die Öffentlichkeit zu setzen, finde ich herrlich. Es gibt Leute, die können Wochen und Tage malen und Monate malen. Da kommt nicht so was Schönes raus, wie andere in zwei Sekunden irgendwo hinzaubern können. Junge Leute, sie ziehen ihr Ding durch. Ich kann es ihnen nicht vorwerfen, so ist es. Das war ja nicht so, dass uns der Platz gegeben worden ist, sondern wir haben ja schwer dafür gekämpft, dass wir jetzt hier an diesem Platz sind, auch diese Häuser haben. Ganz kurz, Klaus, ab wann wird es denn politisch? Ab wann wird denn das Werk politisch? Wenn es irgendwie eine relevante Aussage hat, so als Tech an sich. Ein Tech auf der Deutschen Bank hat sicherlich seine politische Wirkung. Aber sag mal, Klaus, wo ist denn der Unterschied, ob ich jetzt die Deutsche Bank anpisse, ob ich da an der Wand mich hinstelle und da hinpisse oder ob ich da einen Tech hinmache? Da sehe ich keinen Unterschied von wegen politischer Aussage. Geh du mal zur Deutschen Bank und mach einen Tech, das ist schon Mut. Also auch, ich finde, Graffitis gehört auf die Straße und nicht in irgendein Museum. So, und Graffiti ist nicht Street Art.
Graffiti ist Graffiti und Street Art ist Street Art. Also ist auch so, also das sind zwei Paar Schuhe, aber da gibt es auf jeden Fall Schnittmengen, wo man auch zu beiden beides sagen kann. Also ich war ja vorher lange in Hamburg und das ist natürlich ein Thema, und was ich gehört habe, was eine ganz spannende Geschichte war, dass es Absprachen in der Szene gab, in einem bestimmten Viertel nicht zu sprühen, eben weil dann natürlich wieder die Mieten steigen und so weiter, Thema Gentrifizierung und so weiter. Natürlich geht es auch darum, in dem Stadtteil, in dem man lebt, interessante Dinge zu schaffen, zu machen. Es gibt in Berlin gibt es schon Immobilienmakler, die damit werben, wie cool besprüht ihre Häuser sind. Aber die nächste Aktion wäre gewesen, zum Beispiel die alten Opernwerkstätten, ein riesenschönes, tolles Gebäude hier mitten in Düsseldorf, symbolisch oder meinetwegen auch total zu besetzen, um einfach einen Raum zu haben, in dem man Sachen entwickeln kann. Da fehlt im Moment einfach die Bewegung. Und das hängt aber an jedem Einzelnen, wie weit er da mitmacht oder auch nicht. Wie gesagt, habe ich am Anfang gesagt, ich hasse Festivals, wenn sie nur Festivals oder Events oder irgend so ein Blödsinn sind. Ja, ich bin Sebastian, ich arbeite unter dem Künstlernamen Bartotainment und mache in erster Linie Tape Art und Klebegeschichten und arbeite halt in der Richtung sehr viel. Und habe hier auch eine Wand gemacht, die vor allem mit gekleisterten Plakaten gemacht ist und darauf Klebeband mit sogenannter Tape Art gearbeitet ist. Arbeite da sehr auf Konturen fixiert, starke Kontraste, schwarz, weiß und rot sind so meine präferierten Farben. Und darüber hinaus alles andere, was halt auch noch einen starken Kontrast einfach abgibt. Und im Haus habe ich noch ein paar Arbeiten gemacht, die mit einem Gaffer-Klebeband gemacht sind. Das ist, wirkt dann nochmal ein bisschen anders auf der Wand, aber in der Regel ist das so das, was ich hier so mache beim 40 Grad Festival. Wir ändern das Image dieser Stadt ein bisschen. Es ist einfach so, fragt jemand von auswärts über Düsseldorf, schickimicki. Und mehr fällt dir nicht ein. Und ich denke, wir zeigen eine ganz andere Seite von Düsseldorf und dass es die eben auch gibt. Es geht natürlich auch darum, hier mitten in der Stadt, die ja wirklich völlig entfremdet ist, geh mal hier nachts hier rum. Wenn die Geschäfte zu ist, siehst du keinen Menschen mehr. Und es ist wirklich, also nicht nur der Platz ist tot, sondern diese ganze Umgebung hier. Und darum geht es natürlich auch, sich nicht zu verdrängen lassen oder immer weiter in die Stadtteile bis nach Hilden oder Erkrath sich rausdrängen lassen aus der Stadt, sondern wirklich zu sagen, hier, das Zentrum gehört uns auch. Es wird ja immer enger und immer weniger, weil die Stadt in den letzten Jahren fast alles verkauft hat. Und darüber müssen wir uns einfach kümmern. Das hängt natürlich auch viel von den finanziellen Mitteln ab. Also wir waren ein sehr kleines Organisationskomitee und absolut überlastet. Wir waren also nicht nur während des Festivals 10, 12, 16 Stunden aktiv, aber auch die ganze Vorbereitungszeit ist natürlich für so ein großes Festival mit so einem kleinen Team einfach sehr schwierig. Also das hat auch sehr viel Kraft, auch viele Auseinandersetzungen gefordert. Das Festivalgeschehen auf dem Gustav-Gründgens-Platz lockte unzählige Besucher, die staunend die Metamorphose einer grauen Steinwüste in ein anspruchsvolles, farbiges Gesamtkunstwerk erlebten.
Von der Denkmalschutzbehörde wurden wir jetzt angewiesen, die Kunst umgehend wieder zu entfernen und den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Zwar war uns das vor dem Festival klar, dass die Gestaltung des Platzes nur für einen begrenzten Zeitraum gelten würde, da der Platz und die Mauern spätestens nächstes Jahr abgerissen oder neu bebaut werden sollen. Dass jedoch der Druck so hoch sein würde und unverzüglich die entstandenen Kunstwerke wieder zerstört werden sollten, überraschte uns doch. Vor allem, weil zum ersten Mal seit mehr als 40 Jahren der unwirtlichste und ödeste Ort von Düsseldorf etwas Leben zeigte. Menschen hasteten nicht wie sonst über den Platz, um ihn so schnell wie möglich wieder zu verlassen, sondern blieben stehen, wanderten über den Platz, schauten sich die Kunstwerke an, saßen auf dem Platz, tranken Kaffee oder fotografierten ihn. In Anlehnung an einen von Michelangelo gestalteten Platz in Rom entstand dort ebenso ein Bodenwandbild von 1200 Quadratmeter Größe. Bewusst haben wir dieses Motiv gewählt, um die Diskussion über Plätze und wie nachlässig und ungeschickt in Düsseldorf damit umgegangen wird, zu thematisieren. Und es gab sehr viel Zustimmung, sowohl vor Ort wie auch in den sozialen Netzwerken. Mit mehr als 20.000 Festivalbesuchern war der Zuspruch verdammt hoch. Die Frage, die sich stellt, ist doch, inwieweit ein Platz mitten im Zentrum Düsseldorfs, der noch nie funktioniert hat, durch Denkmalschutz und Urheberrecht so geschützt wird, dass er für immer und ewig ein Desaster bleibt. Muss ein Platz, der hässlich und noch nie von Bürgern angenommen worden ist, wieder in ein langweiliges Grau verwandelt und dafür Kunstwerke zerstört werden? Und das vor dem Hintergrund, dass auf dem Gustav-Gründgens-Platz wohl ohnehin bald die Bagger anrücken werden. Jetzt bleibt uns nur noch ein riesiges Dankeschön an alle Beteiligten zu sagen. Dankeschön an alle Künstler, Musiker, Helferinnen und Helfer, Mitorganisatoren oder auch Workshops-Durchführer und alle beteiligten Personen. Dankeschön für dieses tolle Festival und wir hoffen, dass wir in 2 Jahren ein erneutes Festival auf die Beine stellen können.